Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und ein herzliches Hallo und herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Gelb in der Multi-Lock-Change. Wir sind dieses Mal im Kampf gegen Erika und meine Freunde, das wird... Wir könnten hier RIP gehen, sagen wir es mal so. Oh stimmt, wir kriegen von Erika auch eine TM, die gerandomized ist, und die könnten wir Bisaknoss beibringen. Das ist ganz gut. Aber Level 30, das ist einfach viel zu... Okay, erstmal Giftpuder, wir müssen... Oh nein. Genau das war das, wovor ich Angst hatte. Warte, Umklammerung funktioniert doch nicht so, wie ich dachte. Ich glaube, mit Igelsamen können wir das nicht treffen. Aber es hat eine scheiß spezielle Defensive. Also müsste Ranknieb hier guten Schaden machen. Oder nicht? Gift schadet. Wir setzen Ranknieb ein. Wie viel macht ein Ranknieb? Okay, das ist nichts. Wie viel macht ein Tackle? Umklammerung. Oder kann man bei Umklammerung nicht mehr auswechseln? Weil prinzipiell, er macht sich halt durch Angriffe immer durch das Gift selbst Schaden. Tackle macht halt auch nichts. Also wir könnten prinzipiell in Klammergriff, was macht Klammergriff? Macht das jetzt dasselbe wie ist gelähmt, ja. Wir könnten prinzipiell natürlich in Shelock gehen und damit Duonadel angreifen, aber ich glaube Duonadel wird auch nicht viel Schaden machen. Einfach dadurch, weil es keine Vierfachschwäche ist und Tangela hat halt den Bulk des Jahrtausends, ne? Okay, der Angriff ging schon mal daneben, das ist gut. Und prinzipiell kommen wir halt hier mit Safe durch. Das Problem, was jetzt wieder kommt, ist, dass sie ein Heil-Item hat und... Oh scheiße, im Klammern kann die Initiative senken. Oh nein, Kritrate wird erhöht. Alles, was Initiative senkt, ist scheiße. Init sinkt schon wieder, oh Gott. Tackle? Heilt sie jetzt schon? Ja, roter Bereich. Warte, sie heilt nicht. Klammergriff. Scheiße, Klammergriff ist doof. Obwohl, kann sie jetzt heilen? Ich weiß es nicht. Heil einfach nicht. Solange sie nicht heilt, ist alles gut. Schaden, Gift. Oh, wären wir jetzt doch nur durchgekommen. Dann wäre das Viech jetzt down gewesen. Das wäre so schön gewesen. Aber, ja, obwohl, dann hat sie halt für später keine Supertränke mehr. Das müssen wir auch bedenken, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Gift schadet, Tangela. Also wir können natürlich auch die ganze Zeit einen Traumato wechseln. Die Sache ist die, ich glaube, ein Wickel oder ein Umklammerung oder Klammergriff würde hier wirklich viel Schaden machen. Wir werden jetzt auch kein Risiko eingehen. Wir drücken jetzt einfach den Supertrank. Da habe ich jetzt auch keinen Bock, irgendwie was zu riskieren. Habe ich auch nicht. So. Umklammerung ist natürlich immer besser, weil es kann nur die Initiative senken und bis jetzt hat er noch keinen Crit bekommen. Wehe, du hast jetzt noch einen Supertrank. Okay, Umklammerung kommt, das müsste jetzt eigentlich der K.O. sein. Initiative sinkt, Gift kommt und jetzt trifft bloß, gut. Gott sei Dank, Tangela besiegt, oh Gott. 1066 Erfahrungspunkte. So, und jetzt gehen wir in den Bereich Risiko. Wir spielen jetzt wirklich auf Risiko. Zum einen müssen wir das Ding uns speeden, was wir tun. Zum anderen hoffe ich, dass wir es one-hitten. Oh, das ist eine Roll. Und wir kriegen sie nicht. Bitte mach keine Scheiße. Stachelspur ist scheiße. Säure kommt. Okay, mit Säure kann ich leben. Mit Säure kann ich super leben. Das sollte nicht... Okay, das macht doch zu viel. Aber Duonadel trifft. Wieso habe ich keinen Paraheiler gekauft? Fuck, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber Turtle erreicht Level 30. Das ist gut. So, und zwar werden wir es jetzt so machen. Einen Move überleben wir garantiert, da bin ich mir 100% sicher. Das ist nur ein Duflo. Okay, es setzt nur Säure ein. Es setzt nicht mal eine Pflanzenattacke ein. Hey, ist hier irgendwie doof oder macht ihr das absichtlich? Verteidigung sind, okay. Das finde ich gar nicht so toll. Donald. Okay, Säure. Überleben wir auf jeden Fall. Und jetzt einfach nicht gelähmt sein, Turtle. Das überlebst du. Ja. Verteidigung sinkt wieder. Yes. Yes. Wisst ihr, was das Traurige ist? Wir hatten teils mit den Trainern in der Arena mehr Probleme als gegen Erika. Was auf der anderen Seite auch wieder traurig ist, dass Shelock hier die Pflanzen der Arena besiegt hat. So, können Stärke außerhalb von Kämpfen einsetzen und bitte noch dieses Geschenk. Bitte irgendwas Gutes. Bitte irgendeine gute TM einfach. Ist Megasauger? Ja, ist eigentlich Megasauger. Bitte lass es was Gutes sein, weil da könnten wir Bisaknoss beibringen und... Ah, es wäre schon geil. Glaube ich zumindest, dass es Bisaknoss können müsste. Sie hat... Fuchtler ist gut. Fuchtler ist wirklich gut. Bisaknoss, das kriegst du jetzt.
Ich meine, es ist um einiges besser als Decke. Und ich glaube, das hört sogar nie auf. Kann das sein? Ja. Das ist gut. Okay. Schon mal ein eindeutig erfolgreicherer Part als die letzten. Und jetzt können wir direkt nach Lavandia fliegen. Die Sache ist nur die... Fuck, wir haben ihm noch nicht Fliegen beigebracht. Die Sache ist nur die... Was ist denn die Sache? Was ist denn die Sache, werter Herr Dragoon? Was möchten Sie uns mitteilen? Ich möchte euch mitteilen, dass ich keine Ahnung habe, was ich euch mitteilen möchte. Prismania City, Orion City. Lavandia City, okay. Dieses Flugprinzip ist irgendwie komisch. Muss ich sagen. So, Lavandia, wir müssen... Ich überlege halt auch, ob ich die Trainer da drüben noch klatsche, aber ich glaube, das tue ich nicht. So, erstmal Pokémon ablegen. Die Verbindung im Zugriff auf das. Pokémon ablegen. Pedo, so, dich möchte ich nicht mehr haben. Verpiss dich, besser gesagt. James wird abgelegt. Und Maxi wird abgelegt. So, falls jetzt irgendwas stirbt, was ich nicht hoffe. Übrigens werde ich, wenn irgendwas stirbt, dann werde ich, wie heißt das jetzt? Ammonitas opfern. Weil es halt, ich brauche es am wenigsten. Es ist halt so, ne? So, und jetzt hoffe ich einfach mal. Warte mal, ist eigentlich Tornado sehr effektiv gegen Nebulax? Naja, ich hoffe besser gesagt, dass hier nicht zu viel Crap ist, ne? Hier müsste normalerweise auch dieser komische Geist sein. Ich glaube, vor dem kann man immer fliehen, oder? Och nein. Och nein. Kann ich den irgendwie umgehen? Ich kann ihn nicht umgehen, ne? Oh Junge. Fängt der nicht sogar mit Habitag an? Kann das sein, dass das jetzt gerade... Fängt der nicht mit Habitag an? Er fängt mit Ibitag an. Heißt eine Flugattacke prinzipiell ja. Ja, Lord Helix, ne? Silberblick, okay. Scheiße. Also an sich hätte ich nicht mal so große Probleme, wenn Helix stirbt, ne? Weil dann können wir halt ein Pokémon... Okay, Helix ist Gott, vergiss das. Helix, wenn du es jetzt one-hittest, ne? Also wenn du es jetzt besiegst, dann wäre ich dir dann... Lord Helix ist Gott. Helix ist Gott. Okay, und Level 26, sehr schön. Muschas, kein Problem, kein Problem. Da können wir super mit Bisaknosp agieren. Und wir setzen Rankenhieb ein. Das sollte ein One-Hit sein. Wir sind Level 26, ja. Doch nicht. Aber was willst du denn machen? Ja, Tecke, wow, süß. Süß. Stimmt, ich hoffe, wir lernen auch bald Rasierblatt. Wir müssen normalerweise bald Rasierblatt lernen, ne? Das wäre auch ganz praktisch. Vulpix haben wir auch kein... Oh, wir haben gerade gar keine Probleme gegen Blau. Und das ist so göttlich. Das ist so göttlich. Stimmt, Turtle ist sogar jetzt über Lord Helix gelevelt. Fällt mir gerade so auf. Geil. Wer macht so eine Aquaknarre? Ich sag 80% Damage. Ja, kommt gut hin. Guten Schlag, ja, kein Problem. Ich hoffe nur... Man, da hat er jetzt nur noch... Ah, Ruckzuckhieb. Oh, das war gar nicht so dumm. Die Taktik... Warte mal, wisst ihr was? Ich glaube, wir hätten eigentlich erst diesen Turm hier machen sollen, ne? Weil seine Pokémon sind hier ein bisschen... Sondern das Level 20. Wir hätten hier als erstes in den Turm gehen müssen. Ich hab's genau falsch rumgemacht. Na ganz toll. Und dann wundere ich mich, dass ich so struggle. Dann wundere ich mich auch noch. Nidorino. Wir haben Igelsamen. Die setzen wir als erstes ein. Und dann Giftschlag. Ist das sehr effektiv? Ist sogar nicht sehr effektiv, ja geil. So. Und dann fuchteln wir ein bisschen rum. Fuchtler, was? Das sollte guten Damage machen. Ja, ja. Lässt sich sehen, ne? Lässt sich sehen, ja. Und ich glaube, Fuchtler hört auch hier nie auf oder sowas. Oder war es nur Blättertanz? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt einfach weiter, genau, schlägt um sich. Wir dürfen halt nur hier, müssen wir bedenken, wenn wir Fuchtel einsetzen, haben wir keine Möglichkeit mehr zu heilen. Wir hauen zwar sehr guten Damage raus, ne? Aber, ne, das müssen wir halt bedenken. So. Damit haben wir Blau besiegt, okay, Blau war kein Problem. Damit sollte eigentlich der ganze Turm hier kein Problem werden, ne? Prinzipiell.
Du hast einen Dragozzo gefangen. Ich würde auch gerne Dragozzo haben. Ich glaube, ich würde sogar Knogger leveln. Vor allem, da wir sogar Schaufler haben und wir damit sogar eine Bodenattacke hätten. Es würde sogar nützlich sein. Ich hätte gerne einen Boden-Pokémon. Das wäre ganz geil. Willst du nicht kämpfen? Selbst wir können die eigenen Geister nicht identifizieren. Man braucht das Hilfkopf. Ah ja, man braucht ja irgendeinen Scheißdreck, um diesen komischen Geist, also das Knogger, zu identifizieren. Verschwinde, böser Geist! Ja, nee. Ich bleib hier. Wo ich nicht gemeint war. So, du hast Nebulak, lass mich raten. Oh Mensch, wer hätte das ge. Wir hätten wirklich als erstes hierher kommen müssen. Und Rankin macht einfach gar keinen Schaden. Oh, Junge. Ja, Turtle. Du darfst wieder ein bisschen Spaß haben. Bei Bisaknoss kann ich hier. Das Nebulak sieht ziemlich cool aus, wenn es da gerade zu dunkel ist. Bitte hau dich nicht selber. Greif einfach an und töte es. Sollte reichen, ne? Die Attacke ist sehr effektiv, aber es macht so wenig. Es fühlt sich nach so wenig an. Ach so, es ist ja keine Vierfachschwäche, ne? Das ist ja irgendwo logisch. Hau dich nicht selbst, Turtle, du hast uns alle lieb. Ja, danke schön. Turtle, ich bin stolz auf dich. So, vielleicht reicht Bisaknoss noch Level 27. Sehr schön. Rasierblatt? Nein. Leider nicht. Leider an dieser Stelle nicht. So, wir holen ihn mal vor. Und wir müssen prinzipiell auch nicht alle besiegen, weil wir halt vom Level. Ja. Ne? Eigentlich schon höher sind, ne? Scheiße. Wenn wir hier als erstes gewesen. Oh, dann wäre alles ein bisschen besser gewesen. Dann wäre alles wirklich ein bisschen besser gewesen. Aber naja, was soll man machen? Duonadel ist immerhin ein Two-Hit. Und du machst jetzt keinen Konfu-Strahl. Macht Nebel. Ah, es sind aber 24 KP, ne? Das ist schon krass. Und die Animation dauert Ewigkeiten. Immerhin. Nein, keine Paralyse, danke. So. Schönes Turtle entwickelt sich schon in 6 Leveln und Bisaknoss, glaube ich, sogar in 5 Leveln schon. Das ist halt auch sehr gut. Mit Turtok und Bisaflor sollte uns eigentlich dürften wir keine größeren Probleme mehr bekommen. Eigentlich. Das bedeutet, wir kriegen sie wahrscheinlich doch. Aber so viele Trainerinnen, gegen die wir kämpfen müssen, das ist schlimm. Schlimm. So, was hast du? Nebulak, ja. Ah, Nebulak ist so nervig als Gegner. Es ist schon nervig, muss ich sagen, als Gegner. Dadurch, dass es halt Konfusstrahl und Nachtnebel hat. Es ist schon eklig, ne? Es ist schon eklig. Nachtnebel, 23 KP. Immerhin, ich weiß halt, dass ich hier nicht sterben kann. Ich überlebe halt sogar noch einen. Das ist halt. Das ist so der Vorteil an Nebulaks. Die können halt nur Nachtnebel, Schlecker, Konfusta und ich glaube, gab es hier Fluchstaunen? Ich weiß es nicht. Und Turtle erreicht Level 6, 36. Ja, genau, 31. Versucht. Pantnia, genau. Natürlich. Ich dachte, hier kommt jetzt irgendwas Sinnvolles. Aber Panzerschutz. Ich glaube, da sind wir jetzt schon drüber, Turtle. Ich glaube, da sind wir jetzt schon drüber. So, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, die nächste. Oh, die nächste Arena ist ja entweder Gift oder Psycho. Wieso ist Duonadel schon wieder sehr effektiv? Da stimmt doch irgendwas. Wieso ist Duonadel der beste Move in diesem ganzen LP bisher? Dragoon findet Top-Trank, okay. Ich bin gerade lang. Wieso ist Duonadel so gut? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ach ja. Naja, ich sollte lieber dankbar und froh sein. Bin ich auch, bin ich auch. So, hier ist noch ein Item. Ein Supertrank, super. Schön, dass wir den finden. Da unten ist noch ein Item. Die Items gönnen wir uns, ne? Weil vielleicht ist immer. X-Angriff. Ja, es ist sogar okay. X-Angriff ist okay. Es kann ja immer sein, dass eventuell doch noch ein Mondstein dabei ist und wir Nidorina weiblich hochziehen können. Obwohl ich das bezweifle, ne? Das bezweifle ich. Und vor allem unsere TMs sind jetzt auch nicht gerade die besten, also. Was haben wir eigentlich statt Donnerblitz bekommen? Ich glaube, irgendwas unnötig. Unnötiges kann das sein. Ich bin mir nicht sicher. So, Nebulak. Konfusstrahl ist auf der einen Seite eigentlich dankbar, weil man kann eventuell gar keinen Schaden bekommen. Auf der anderen Seite kann es halt richtig, ja, richtig nervig sein. Aber bitte keine Paralyse. Ich habe immer noch keinen Paraheiler dabei. Bitte greif dich nicht selbst an. Danke. Und töte es auch, ne? Gut. Und Crit sogar. Lol. Ach ja. Yeah.
Puh, ich bin gerade ein bisschen erleichtert, dass wir die Pflanzenarena gut überstanden haben. Wir haben jetzt 4 Orden. Ja, fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an und fühlt sich vor allem auch richtig an. Da oben ist gar nichts. Warte, war dieses Feld nicht sogar, dass man da... Oder auch nicht? Hä? Du hast einen geschützten Bereich betreten. Dragons Pokémon. Man muss sich doch richtig, dass hier die Pokémon geheilt werden. Kommt jetzt hier wirklich die ganze Zeit der Geist? Ich war gerade leicht verwirrt. Ich war gerade wirklich komplett verwirrt, als dieser Geist da aufgetaucht ist. Weil ich wusste gerade wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist. Und da ist eine Trainerin. Gut, die haben wir da weggelockt. Das heißt, wir kommen da durch. Und kommen nach oben. So, was hast du? Hast du einen Apollo? Krass, hat sie wirklich. Apollo. Das sieht irgendwie cool aus, das Sprite. Mir gefällt der richtig. Der gefällt mir richtig gut. So, und keine Schleckerpaare. Du hättest du auch Apollo. Oh. Oh. Na, ah, ist eine Ro. Nee. Ich glaube, der orangene Balken beginnt sogar etwas über 50%. Wenn ich mir das jetzt so anschaue. Dann beginnt er wirklich ein bisschen über 50%, ja? Ja, ich glaube schon. Ja. Nachtnebel. Das ist eklig. Aber lieber keine Schlecker. Kann hier Schlecker paralysieren? Das ist halt auch die Frage. Ja, der Gen ist halt einfach so. Oh. Das sollte aber auch für Shillock ein Level abgeben, also Level 32. Nein. Dann halt nicht, Shillock. Dann halt nicht. Und stimmt, eigentlich müssen wir auch einen Relaxo-Encounter bekommen, ne? Und kann dieser dumme Geist mich mal in Ruhe lassen? Ich muss auch überlegen, ob ich überhaupt den Geist-Encounter nachhole. Muss ich eigentlich den Geist identifizieren oder sowas? Ich weiß halt nicht mal, wie das genau geht. Also ich weiß, dass du irgendwas von der Sylph-Go brauchst. Und hier oben kriegt man auf jeden Fall die Pokémon-Flöte. Da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Und ein Nebulak, okay. Nebulak ist mir tatsächlich als Gegner lieber, weil das two-hitte ich. Als irgendwie so ein Apollo. Am liebsten ist es mir, wenn... Aber das Nebulak kann halt leider nicht nichts machen. Es muss halt immer irgendwas machen. Und das ist ein bisschen nervtötend. Bitte hau dich nicht selber, Shillock. Ich dachte, wir haben uns lieb. Oh, jetzt muss ich sogar heilen. Das ist doof. Habe ich zufällig eine Top-Genesung? Also ich werde jetzt zum Supertrank greifen, wenn nichts davor ist. Aber ich leider nicht anscheinend. Ah, wir müssen noch so viel machen. Ich dachte, wir kommen hier eigentlich im Pokémon Gelb relativ schnell durch, weil prinzipiell kann man durch das Spiel sehr schnell durchgehen, wenn du dich in dem Spiel auskennst. Ne? Das ist natürlich auch wieder eine Bedingung. So, dann kannst du dich jetzt mal aufhören, selbst zu schlagen, weil jetzt muss ich nämlich immer einen Supertrank benutzen und das finde ich gerade scheiße. Ich könnte natürlich... ich könnte den Visaknoss wechseln. Aber so... Bitte greif dich jetzt nicht selbst an. Danke. Gut. Dann ist Nebulak jetzt weg. Und jetzt sollten wir aber Level 32 kommen, oder? Oder? Boah, war nicht Koga... Nein. War nicht Koga sogar irgendwas mit Level 47 oder sowas? Ich habe gerade richtig Schiss vor Koga, ne? Fällt mir so auf. Hatte Koga nicht, natürlich siehst du mich noch. Hatte Koga nicht so ein beschissen oberlevelte Pokémon? Der könnte mir richtig Probleme machen, dieser Koga, ne? Der könnte mir richtig hart Probleme machen. Und schon wieder Nebulak. Ja, sie haben halt nichts anderes als Nebulak, aber Nebulak ist trotzdem ein nerviger Gegner. Kannst du bitte nicht einfach mal einen Doppelcrit machen? Das wäre ganz geil. Oder du einfach nichts, was mich nervt. Am liebsten ist mir ja der Move Schlecker, aber ich glaube, das kann nicht paralysieren. Natürlich ein Crit. Ich muss jetzt... Das wollte ich nicht. Ich hasse Pokémon. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich die A-Spawn-Zeiten von Pokémon Gelb abgrundtiefst hasse? Die sind grauenhaft. Grauenhaft. Wir müssen jetzt auch gleich den Part beenden. Deshalb ist nicht mehr verwirrt gut. Das war nämlich auch das Problem, wo Lavados gestorben ist. Ich habe A gespammt. Und bis diese Textbox erscheint, das dauert irgendwie... Das hat so eine komische Spawnzeit. Die ist einfach grauenhaft. Grauenhaft. So, wir meinen Level 32. So, was ist hier noch für ein Item?
Oh, ein Sonderbonbon. Das ist gut. Das ist gut. Wir müssen natürlich jetzt noch so weit. Oh. Warte, wieso ist dieser Geist jetzt rot? Ist das, weil das ein Apollo ist? Oder? Hä? Aber wir haben verschwindet Eindringlinge. Oh, Kacke. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe einen richtig fetten Fehler gemacht. Ich komme hier nicht weiter nach rechts, ne? Yep. Yep, das tue ich nicht. Und unsere Zeit ist jetzt auch gleich rum. Das heißt, sobald wir geflohen sind, muss ich hier den Part beenden. Muss ich jetzt hier wirklich... Habe ich jetzt so... Und der Part ist zu Ende. Bin ich jetzt hier wirklich umsonst hochgegangen? Weil ich den Scheiß nicht geholt habe. Wo kriegt man das überhaupt her? Das muss ich dann nachschauen. Obwohl, wir haben halt alle Trainer geklatscht, ne? Ich dachte eigentlich, man muss hier nichts mitnehmen. Fuck, ich dachte, man kommt so normal hoch. Oh, ich bin so doof. Das haut mich jetzt richtig weit nach hinten. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.